Eule. Das ist das Haus von Tok Tok. Hop Hop und Tok Tok sind mit dem Motorrad unterwegs. Hallo. Wohin die beiden wohl fahren? Das sind Garagen. Sieh mal. Ah, Kugeln. Und ein Bauhelm. Haha, der steht dir wirklich gut, Hop Hop. Tok Tok, mach du jetzt die grüne Garage auf. Grüne Kugeln. Und noch ein Helm. Spring hoch. Hier sind ganz viele Bauklötze. Ha, Hop Hop hat sich versteckt. Psst. Tok Tok wird ihn jetzt suchen. Hop Hop, wo bist du? Kuckuck. Tok Tok sucht die kleine Eule. Hinter dem gelben Würfel ist er nicht. Hinter der Pyramide auch nicht. Wo kann er nur sein? Kuckuck. Kuckuck. Ah, hast du das gehört? Hurra, gefunden! Lasst uns jetzt bauen. Das ist eine Planierraupe. Sie hat vorne ein großes Stahlschild. Damit kann sie verschiedene Bauklötze schieben. Los geht's, Tok Tok. Lass uns den roten Würfel verschieben. Und wer hat den grünen Würfel heruntergelassen? Das war Hop Hop. Die kleine Eule steuert den Bagger. Das ist eine grüne Pyramide. Fertig ist der erste Turm. Haha, Schneckchen, magst du mitfahren? Hop Hop steuert den Bagger sehr gekonnt. Wow, die beiden Freunde haben ein Schloss gebaut. Es fehlt nur noch das Dach. Hier ist es, ein gelbes Dach. Stellen wir die beiden Bauwagen ab. Und jetzt wird gespielt. Die beiden haben viel Spaß. Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust? Schaut mal, was Hop Hop da macht. Wie er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt?
Hopp die Eule. Eine kleine Spinne sitzt auf Hopp Hopps Motorrad. Und da kommt Hopp Hopp die Eule. Dort und dort springt, Hopp Hopp tanzt und singt. Schaut, wie sich die kleine Spinne dreht. Hallo Hopp Hopp. Hallo. Weißt du, was das ist? Eine Trommel. Nimm sie mit. Dort, dort springt, Hopp Hopp tanzt und singt. Schaut, wie sich die kleine Spinne dreht. Hier wohnt Tok Tok. Vor seinem Haus liegt ein Topf. Und da ist Tok Tok. Er hat zwei Paprika gebracht und wirft sie in den Topf. Oh, Tok Tok kocht Gemüsesuppe und rührt sie mit dem Trommelstock um. Tok Tok, der Trommelstock ist doch nicht dafür da. Trommel. Ja, genau. Damit spielt man Trommel. Tok, wo gehst du denn hin? Was suchst du denn? Das ist eine Trompete. Eine Trompete ist ein Musikinstrument, genau wie die Trommel. Hopp Hopp und Tok Tok wollen noch andere Musikinstrumente suchen. Was für ein Musikinstrument ist im grünen Häuschen? Geige. Tok Tok, das ist eine Geige. Oh, die Geige spielt man mit einem Bogen. Hör mal. Gefällt dir das? Das ist ein Klavier. Klavier. Lasst uns alle Instrumente auf die Bühne bringen und Musik hören. Hopp Hopp, bravo! Die Eule. Vor dem Haus von Tok Tok dreht sich ein gelber Ring. Ring, bleib stehen! Es kommt noch ein grüner Ring angerollt. Tok Tok, hast du noch andere Ringe? Ah, ein blauer Ring.
Der ist sehr hübsch. Hopp Hopp bringt einen Ring in Farbe Lila. Huch, Hopp Hopp hat sich versteckt. Wo bist du, kleine Eule? Hahaha. Hinter welchem Ring versteckt sich Hopp Hopp? Hinter dem lila Ring. Hallo. Sieh mal, ein Schmetterling fliegt in unsere Richtung. Der gelbe Schmetterling hat sich auf den gelben Ring gesetzt. Huch, der Ring ist umgestürzt. Bums! Bums! Tok Tok findet es toll, wie die Ringe umfallen. Jetzt sehen sie wie bunte Trommeln aus. Eine Trommel! Hopp Hopp hat seine Spielzeugtrommel geholt. Nimm die Stöcke, Tok Tok. Ein tolles Konzert. Hey, wo wollt ihr denn hin? Was ist das? Sieht aus wie der Ersatz einer Ringpyramide. Und das ist die Spitze. Die ist ganz schön schwer. Wir müssen das Spielzeug zum Haus von Tok Tok bringen und die restlichen Ringe aufsetzen. Hopp Hopp ist mit dem Bagger gekommen. Gut gemacht. Der Bagger ist stark. Nehmen wir die Spitze ab. Heben wir den gelben Ring hoch. Und lassen ihn an seinem Platz heruntergleiten. Grüner Ring. Blauer. Lila. Die Rakete ist flugbereit. Die beiden Freunde wollen sie mit Hilfe der Wippe starten. Start! Die Rakete fliegt. Haha, jetzt kann man die Ringpyramide wieder zusammenbauen. Toll! Schaut mal, was Hopp Hopp da macht. Wie er Tag so lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp die Eule. In diesem Haus lebt das Eulenküken Hopp Hopp. Das Haus hat eine Treppe. Eine rosa Tür
mit einem ringförmigen Türgriff. Ein blaues Dach mit einem Fenster. Und zwei rosa Schornsteine. Sie erinnern an die Ohren von Hopp Hopp. Ha, wer ist da? Hallo Hopp Hopp. Hopp Hopp wackelt mit den Ohren. Das ist der Specht Tok Tok. Hallo, kommst du das Eulenküken besuchen? Komm die Treppe hoch. Eins, zwei, drei, vier. Klopf, klopf, klopf. Hopp, hopp. Komm raus, gehen wir spazieren. Huch, das ist nicht Hopp, hopp. Hahaha, das sind Spielzeugautos mit einem Hahn und mit einem Hasen. Hallo. Lasst uns spielen. Hopp Hopp schiebt den Wagen und der Hahn dreht den Kopf hin und her. Tok Tok ist noch klein. Er weiß noch nicht, wie man damit spielt. Hopp Hopp, hilf bitte. Man muss den Wagen wieder umdrehen. Lasst uns die Spielzeuge auf den Spielplatz bringen. Hopp Hopp hat ein Seil gefunden. Ah, ein Zug aus Autos. Toll! Unser Zug ist auf dem Spielplatz angekommen. Hopp Hopp möchte die Rutsche herunterrutschen. Und Tok Tok will ein Auto herunterschieben. Es ist schwer. Hopp Hopp hat einen Baukran geholt. Damit hebt er das Auto und stellt es auf der Rutsche ab. Und das zweite Auto. Runter geht's. Eins, zwei, drei. Der Hase ist weitergefahren. Es macht Spaß, zusammen zu spielen. Tschüss. Schaut mal, was Hopp Hopp da macht. Wer er tanzt zur Nacht. Und was, wenn er sich versteckt. Habt ihr ihn schon entdeckt? Hopp Hopp die Eule.
Hallo, euren Küken, Hopp, Hopp. Hihi. Hallo, Specht, Tok, Tok. Ihr fahrt mit dem Zug? Was sucht ihr? Gemüse. Hahaha, viel Gemüse. Das ist eine Kartoffel. Eine rote Paprikaschote. Eine orange. Und eine gelbe Paprikaschote. Ha! Hopp Hopp jongliert mit dem Gemüse. Eine Tomate, eine Gurke. Legen wir sie auch in den Zug. Kohl. Der ist aber schwer. Versucht ihn zusammenzuheben. Na also, es hat geklappt. Knoblauch. Ein Radieschen. Brokkoli. Eine Karotte. Eine Zwiebel. Jetzt haben wir viel Gemüse. Wir können weiterfahren. Paprika. Kartoffeln. Eine Tomate. Eine Gurke. Kohl. Eine Karotte. Eine Zwiebel, Brokkoli, ein Radieschen und Knoblauch. Ha! Tok Tok springt schnell auf. Hopp Hopp, Tok Tok, lasst uns das Gemüse waschen. Wo willst du denn hin? Hahaha. Tok Tok hat sich einen Regenschirm geholt, um nicht nass zu werden. Die Paprikaschoten sind sauber. Die Kartoffeln auch. Die Tomate. Die Gurke. Der Kohl. Und der letzte Wagen. Fertig! Das Gemüse ist jetzt sauber. Wir können es nach Hause bringen. Fahren wir! Gut gemacht, ihr beiden!